Wo geht sie hin? Hat sie nicht das Seil im Rucksack? Wollte ich auch gerade fragen, war doch am Rucksack drin. Ah, es ist cool inszeniert, wirklich. Mit der Musik zusammen. Schon cool. Nice. Wenn man sich vorstellt, dass es wirklich so eine Tempel gab, wie die erbaut wurden damals. Krass. Ja. Mit vielen Sklaven. Ja, gut. Natürlich nicht. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kaelas hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Wer ist jetzt dran? Du. Nö. Wie konntest du dich nur so irren? Sieh dich mal um. Die ganze Scheiße war wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kaelas wird stärker denn je. Du glaubst, ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Nee, komm, mach mal selbstbewusst. Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Genau. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Hm. Haben die beiden eigentlich Waffen? Also er, bei ihm halt bloß ein Messer gesehen, aber... Archäologie zeigt's aus. Sie hat diese Ruine wurde untersucht. Oder ist sie leer? Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Oder auch. Glaubst du, der geht noch? Sachen. Ja, sein Holz. Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Braucht nur Benzin. Bring den Generator zum Laufen. Finde Benzin. Ja, ist klar. Wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Hier gibt's einiges zu erkunden. Wie bitte? Nimm mal mit, das Ding. Nein. Schöne stationäre Gatling, Alter. Schau mal hier. Was macht denn Maschinengewehr hier? Ja. Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Krass. Was zum Teufel war hier los? Alter. Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Jo. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Hier spricht King. Ja, da unten hast du keinen Empfang, würde ich sagen. Was haben wir hier? Oh, ein neues Dokument. Der Fluch von Akkad. Von Aline? Alien? Was? Ich glaube Aline. Aline Journon. Gott, Journon. Hm, machen wir französisch. Gelehrte brachten den Fluch von Akkad als Fiktion, eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutete jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendete sich der Gott Enlil gegen die gegen König Naram-Sin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antwort, aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram-Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm der Götter, gegen Naram-Sin wendet und die Hallo? Ah, okay, Benni? Mein Mikro ist wieder. Ja, mein Mikro ist wieder da. War gerade kurz weg. Benni, wir haben Benni verloren. Nee, war wirklich gerade kurz weg. Ich habe noch so weiter gesprochen und denke mir, warum höre ich nichts mehr? Aber okay. Fangen wir an bei. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram-Sin wendet und die Gutea entsendet, um Akkad zum Erdbeben gleichzumachen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Das sind aber auch heute wieder Namen hier zum Vorlesen. Wer ist denn Enlil? Und Naram-Sin? Tja,
Das ist, da kenne ich mich leider mit sumerischer Geschichte nicht so aus. Okay. Da kann ich, muss ich passen. Ja, ein danke, wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Das was ich sehe nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Was ist hier? Oh, guck mal. Oh. Zur Sprengung vorbereitet. Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk. Eieiei. Ob wir das am Ende noch zünden müssen? Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. Aber wir suchen doch eigentlich Benzin. Da hinten haben wir noch was. Vielleicht haben wir auch hier vorne was. Aber auf jeden Fall hat er schon mal eine Pistole in der Hand. Das ist schon mal nicht schlecht. Wo sie Roma her hat jetzt. Aber warum? Mehr noch? Dynamit. Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Aber ich kann mich nicht so viel umsehen. Sonst heißt es immer, man soll sich da so umsehen und man findet was. Du bereust es, keine Luftunterstützung gerufen zu haben? Du weißt schon wieder, was ich denke. Er ist so anbiedernd, ey. Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen das. Funkgerät? Oh nee, Aufnahmegerät. Eine schöne Tonband. Kann ich das auch anmachen? Nö, kannst du mir nur angucken. Von welcher Firma? Zamna? Zamna. Dass selbst die Iraker nichts verhalten müssen. Zamna. Guck mal. Kaffeeport. Randolph. Die Leute hatten Angst vor den Bergen. Das kann ich verstehen. Okay, danke. 14. Oktober 1946. Lieber Randolph. Dir geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind abergläubisch und haben Angst vor Dämonen. Sie lehnten sogar 2 Diener extra pro Kopf ab. Wir haben auch den 2. Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. Hochachtungsvoll. Jetzt auf so, jetzt stocken so hoch, das ist voll. Und jetzt darfst du nochmal, habe ich gesagt. Ach so. Aline Journaud. Dankeschön. Aber warte mal, ich muss jetzt nochmal so mit so einer Zigarette so. Aber halt mit dem kleinen Finger so. Aline Journaud. Die Franzosen. Die Franzosen immer machen. Die Franzosen immer machen in irgendwelchen Filmen. Oh, geil. Sieht man immer noch mit Kippe. Immer noch mit Kippe. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Ja. Und zwar mit dem Generator. So. Was gibt's eigentlich hier oben? Können wir hier hoch? Oh ja, sehr langsam, aber wir können hier hoch. Bedächtig schreitet sie die Stufen hinauf. Der Spannungsbogen ist rund wie ein Ball. Können wir eigentlich auch hier rauf? Lass mich, ich möchte mich darauf setzen. Den Thron? Ja. Wie kommt es, dass sowas Großes so lange unentdeckt bleibt? Naja, das ist ja nicht. Macht ja nicht. Okay. Also hier hinten ist ja dann anscheinend noch ein Durchgang. Oh, scheiße, nicht? Das ist alles so groß, war. Ja, ja. Ich würde auch gerne ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, gerne schneller laufen können. Aber nein. Du kannst auch nur mit gezogener Waffe laufen, ne? Ja. Weil ohne ist dann halt das Licht weg. Also ich könnte auch ohne laufen. Hier würde es sogar gehen. Ohne ist, glaube ich, ein Ticken schneller, ne? Hier sind so. Noch. Oha, okay. Das ist der Partyraum. Unterlagen. Aha. Na, wie toll. Das ist eine 1. Siehst du das? Ja, das hast du ab und zu mal in so alten Biologiezeichnungen. Das ist eine Echoortung. Haben die Fledermäuse erforscht? Was ist das? Symptome? Besonderheiten vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Autopsieerkenntnisse. Blind jagt mit Echoortung. Unleserlich. Überempfindlichkeit. Haut äußert
äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkung. Ungeschickter Flieger, unleserlich, Evolution. Unleserlich, Speichel. Schlafend. Vor allem, wenn ich denn sowas lese wie Haut äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkung. Naja, dann hat sich das mit den Kugeln auch wahrscheinlich geschissen, ne? Richtig. Heißt, Alter, wir müssen einen Pfahl anspitzen, ihn durchs Herz treiben. Oh, wie schön. Okay, er hat irgendwas runtergenommen und irgendwas wurde entzündet. Ultraviolett. Ich wollte gerade sagen, der hat doch mit dem Ultraviolettlicht irgendwas da gemacht. Nachdem das dann irgendwie verbrannt ist. Das ist natürlich. Die Tipps, die wir halt da bekommen, also diejenigen, die halt schon die anderen Teile der Anthologie gesehen haben, wissen, die sind halt nicht wirklich immer eindeutig irgendwie. Ne? Die sind halt immer sehr viel Interpretationssache und plötzlich steht man vor dieser Entscheidung, ohne überhaupt zu wissen, dass es diese ist. Ne? Also ist tatsächlich schwierig, manchmal irgendwie daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja. Aber hier war doch jetzt nichts weiter, oder? Ich glaube auch. Also, ich würde sagen, also ich da ging es jetzt auch nicht weiter, oder was, wa? Also, nee, jetzt da drinnen? Da war ja Sackgasse. Oh Gott, okay, die Treppe runter, ist egal, ob Waffe gezogen oder nicht. Ja, da schreitet man dann gerne. Das ist ja mal. So, hier hinten waren wir denn hier hinten schon irgendwie? Nee, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Weil irgendwo muss ja hier anscheinend Benzin sein, weil irgendwie müssen wir ja den Generator da ankriegen. Kann mir doch nicht erzählen. Oder doch noch irgendwo. Warte mal. Achso, ne? Das ist ja wieder TNT, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns jeden alles nochmal einmal ansehen müssen. Hier ist sogar noch mehr Dynamit. Wofür brauchten die so viel? Ja. Wie soll denn an? Man sollte ja alles, wenn es geht, alles mit einmal einstürzen. Hier haben wir noch was Schönes. Ansehen. Aber wer war dann ihr Gegner? Alter, was? Die haben sie ja schon ruf gehalten auf die Tür. Ja. Mit dem Maschinengewehr. Genau. So, da ging es auch nochmal irgendwie hin, aber hier hatten wir auch noch was. Jetzt lass mich raten, wir sind doch mit dem Maschinengewehr gestartet und hier vorne ist jetzt hier von wegen, hier hast du Öl. Hier doch nicht. Steintafel. Dieser Katalog muss irgendwo sein. Katalog finden, okay. Katalog. So, hier haben wir jetzt wieder. Wovor hatten Sie Angst, dass Sie zu solchen Maßnahmen griffen? Jetzt haben wir uns, glaube ich, alle vorhandenen Säulen damit angeschaut. Wir haben jede Säule einmal inspiziert. Da haben wir Benzin. Endlich. Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Ja, Eric, mach mal. Endlich haben wir auch mal Glück. Dummische Typ, ey. Wie geht's deinem Bein? Bein? Ist ab. Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Willst du echt schon wieder auf dieser Sache rumreiten? Es ist passiert und es war scheiße. Aber jetzt kann man nichts mehr dagegen tun. Lass es hinter dir. Das hab ich. Verdrängte Schmerzen. Aber du warst hinterm Steuer, weißt du noch? Oh, hör endlich auf, Eric. Shit. Macht's aber auch nicht besser. So, na denn. Es werde Licht, hoffentlich. Leuchte mal den Tank an. Oh oh. Ein bisschen mehr darfst du nicht sein. Scheiße. Ah, okay. Was ist? Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Finde Klebeband. Was? Ach, ist das also wirklich. Leute.
So, warte mal, wir hatten vorhin hier hinten einige Sachen gehabt. Ist hier auch noch so ein Zelt. Da ist der Katalog bestimmt. Ja, und hier haben wir noch einiges zu lesen. Also müssen wir erstmal hier erstmal gucken. Scheiß aufs Klebeband. So, Dokument Nummer 1. Das Tagebuch von Randolph Hodgson. 24. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, nimmt man an. Mary und ich wollten eigentlich in die Flitterwochen, aber die Chance, mit einer der besten Altertumsforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, mussten wir nutzen. Bradshaw trug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im haschemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung, eine goldene Keilschrifttafel. Sie meinte, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks, eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Es scheint, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Sargos-Gebirge verbringen werden. Das ist doch mal ein schönes interaktives Tagebuch gerade gewesen. Langsam wird mir hier echt mulmig zumute. Aber da haben sie denn schön diniert. Ja. Hört, hört. So. Hört, hört. Warum kann ich... Ich möchte gerne mehr von da hinten sehen. Und mich ein bisschen besser bewegen können. Aber das Spiel lässt es nicht zu. Jetzt. Oh, ein Foto. Okay. Diese Figur im Hintergrund sieht... Was ist denen zugestoßen? 1946. Krass. Sind hier noch mehr Sachen zu entdecken? Hier waren noch einige Sachen. Also ich hätte jetzt auch wirklich mit dem Katalog gerechnet. Ja, ich auch. Warte mal, jetzt gehen wir noch mal kurz... Stellen uns noch mal kurz davor. Leuchten jetzt noch mal so rein. 1, 2. Mehr Sachen gibt's leider nicht. Okay. Schade. Schade, ja. Gehen wir noch mal hier hin. Das hatten wir doch schon gelesen, oder? Ja. Der Fluch von Akkad, genau. Aber hier sind ja noch mehr Sachen aufgeploppt. Und wieder habe ich die übersehen. Also hier ist Klebeband. Oh, Gaffertape. Ja. Und das ist jetzt von 46 oder was? Ihr habt da schon Gaffertape? Hier ist Klebeband. Sehen wir, ob der Generator noch läuft. Repariere das Leck. Na gut, dann reparieren wir das Leck, indem wir versuchen mal ein bisschen. Aber die sind doch alle relativ gechillt, ne? Irgendwie, also da wird jetzt nicht groß schnell bewegt und alles so. Ja. Dann schauen wir mal. Hast du's? Ich hab's. Die Sache hier geht vor. Unsere privaten Probleme haben da wirklich keinen Platz. Bist du oder ich? Das bin ich. Ich bin zurückhaltend. Stimmt wohl. Erstmal hier raus. Richtig. Halt den Schlauch. Geschafft. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimm aus. Kaputt. Hey. Bitte ernsthaft. Oh, die Zündkerzen, schön. Geht das vielleicht auch mit weniger Aggression? Ich arbeite. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein.
Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Klingt mehr nach Ausrede als nach einer Entschuldigung. Weder noch, nur ein Fakt. Blödsinn. Du wusstest nicht, ob Kalos hier funktionieren würde. Rach. Na komm, spuck's aus. Du fühlst mir, Rach. Ob du es glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt? Überhaupt nicht mehr. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Ich freue mich auf die Zukunft. Das wird nicht. Oh, der Zander geht jetzt. Oh. Da liegt da mal ein Fluppe Tape auf jetzt. Ein schöner Tonmann. Wir haben Strom. Das Salim freut sich, der wollte ein bisschen Radio hören. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Geh jetzt mal von außen drauf. Ist mir genehm. Das ist in meinem Interesse. Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Oh, welchen Weg willst du? Welchen Weg willst du? Umgehen. Umgehen. Hier lang. Oh! Okay, genau. Müsst ihr eigentlich auch den Herzschlag der Beben irgendwie? Eigentlich schon. Ordnung? Außer die versetzen sich selber in so einen Kryo-Schlaf. Schnell! Ich weiß nicht, wovon diese Viecher gibt. Weiß nicht, ich will es nicht herausfinden. Lass uns mal aus der Höhle verschwinden. Oh! Oh! Wie ich das hier hasse. Rackel. Sind wir wieder am Erkunden? Gehen wir. Gehen wir. Das wir wollen erstmal erkunden. Wohin gehen wir jetzt? Untersuche. Das ist generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin. Bleistift, Bleistift. Beim Bandsalat immer Bleistift. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Mann, Alter, ist so unerträglich, der Typ, ey. Ich trage ihn. Macht der eine Paartherapie oder so jetzt gerade davon? Ich trage ihn im Herzen. Cooler, taffer Typ sein können. Nein. Du, sag mal. Ach nee, bin ich ja.
Das liegt hinter mir, romantisch. Du bist ein guter Kerl. Nee, scheiß drauf. Geh mal weg jetzt. Seit ich dich verlassen habe. Es war vorbei, Eric. Ja. Und es ist vorbei. Nun nerv nicht rum. Oh. Ey, ich verlasse hier gleich mein Zimmer. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Rage quitte gleich hier. Aber du hast wohl recht. Vielleicht ist es zu spät. Ist gut, komm. Wir waren ein gutes Team. Oh, ich hab, jetzt, komm, ernst, lass mal die Bombe platzen. Komm, hier, ich hab einen anderen. Du willst es ja nicht anders. Du musst loslassen. Richtig. Ja, ist aber eine sehr freie Interpretation. Oh, jetzt. War klar. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Nein, es tut mir leid. Hallo? Oh, Slim. Scheiße. Oh, okay, alles klar. Nee, doch nicht. Slim ist Slim. Das ist der böse General. Ah. Jason. Geht jetzt aber auch hier ein hin und her. Ja, ne? Gib mir Deckung. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand fahren! Das ist Rachel! Ken, hier ist Mayhem 2. Guck mal, man hat plötzlich Funk geht. King, hier ist Mayhem 2 und Actual. Hören Sie mich? Over! Fuck! So, jetzt sind wir wieder bei Rachel. So, und Rachel war unter Angriff. Under fire. Eric sind wir. 19:31. So, wir müssen auch auf die Uhrzeit ein bisschen Acht geben. Kann ja auch nichts einfach sein. Oha. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? So, Eric. Ja, er kommt. Ist ja nicht so, dass du nicht auch eine Waffe in der Hand hast. Also, Ja, vielleicht wir sind ja nicht, geschießt. Also, er schießt auf sie, also... Ich weiß. Ja. Hab dich, Rachel. Hab dich. Okay, jetzt kommt gleich mal quick timiert. Rachel, halt endlich still! Oh. Nicht gut aus!
kann ich denn jetzt hier machen? Kann ich irgendwas machen? Tut mir so leid, Rachel. What? Tut mir so leid. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist jetzt nicht ein Messer und Und, wird er es tun? Ja, musst du sagen. Ja. Ja? Ich bin Arsch. Ich bin Arsch in diesem Spiel. Schneid's durch. Nein! Unmöglich. Warum geht er denn jetzt? Warum vor allem, hast du ihn erkannt? Ja, das war doch hier. Wie hieß er? Bob? Der John? John? In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Bande, die man einst für unzerstörbar hielt, wurden jetzt gekappt. Das Herz fällt schließlich immer als erstes. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder aber, stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft hier doch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder... Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber... Sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Wollen wir den Ratschlag oder nicht? Wäre blöd, wenn wir nicht nehmen würden, oder? Was sagst du? Na gut, nehmen wir den Ratschlag. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich... einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste.